Urlauber, angekommen in der Mitte ihres Lebens. Viele sind geschieden, viele haben zu Hause anspruchsvolle Jobs, sagt der Fotograf Lois Hechenbleichner. Die meisten wollen hier in Ischgl die Kontrolle verlieren. Sie sind außer sich. Dieser akustische Hirnnebel, der da erzeugt wird, ne, um eben die Leute außer sich zu bringen, ist eben das unglaublich erfolgreiche Geschäftsmodell geworden. Es gibt Lokale, die machen an einem von 15 Uhr bis 21 Uhr über 100.000 Euro Umsatz. Ne? Das sind gigantische Geldmaschinen geworden. Ne? Schatzi, schenk mir ein Foto! Ischgl, eines der besten Skigebiete der Welt. Ein Delirium Alpinum, eine hormonelle Restplatzbörse. Das ist die 1600-Seelen-Gemeinde in Paznaun, sagt der Tiroler Lois Hechenbleichner. Ein Überdruckventil für die Leistungsgesellschaft. Vor allem für die Deutsche. Der Deutsche bekommt nichts umsonst, das habe ich schon festgestellt. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite natürlich auch so ein archaisches Gefühl des Wilden, Ausbrechen, mal etwas ausleben, was er sonst in dieser kontrollierten, systemischen Welt nicht erlebt hat. Und unsere schlauen Buben hinter den Bergen haben das voll erkannt und haben mir ein Produkt zugeschnitzt, was einfach ganz genau auf den Deutschen passt. Und er nimmt das willig an, ne? Weil ich habe noch nie bei einem Après-Ski-Lokal einen Wirt erlebt, der die Gäste mit der Peitsche hineintreibt. Es passiert auf Freiwilligkeit. Freiwillig ist auch Lois Hechenbleichner nach Ischgl gefahren, 26 Jahre lang, zum Fotografieren, immer wieder. Denn mehr als ein paar Stunden hat er es dort nicht ausgehalten. Ich fühle mich da immer wie ein Taucher, der ohne Sauerstoffgerät abtaucht. Ich halte es eine gewisse Zeit aus und da muss ich auftauchen und muss sofort abhauen. Nach 21 Uhr schafft er es Hechenbleichner schon gleich gar nicht mehr. Aber genau das macht seine Fotografien aus. Die meisten entstanden tagsüber. Après-Ski unter freiem Himmel. Und trotz aller Kritik, Hechenbleichner achtet die Menschen, die er fotografiert. Ein Moralapostel will er nicht sein. Das wäre Blödsinn, sondern es ist ihre Welt, es ist ihre Freude, es ist ihre Lebenswelt und das werde ich garantiert nicht stören. Ne? Und ich sage danke, dass ich fotografisch das Ganze begleiten durfte. Ne? Keine Anklage ist der Fotoband also, sondern eher ein visueller Geigerzähler, sagt Hechenbleichner, der anzeigt, wie weit die Tourismusindustrie bereit ist zu gehen und wo das Schamgefühl beginnt.